Moin moin, mein Name ist Heinrich der Löwe und ich war fleißig. Ich habe mit eigenen Händen dieses zweite Hotel gebaut. Nein, war ein Scherz. So, ich habe das Expeditionsteam nochmal losgeschickt. Ist auch gerade angekommen. So, ich habe es zweimal losgeschickt. Einmal wegen Draco. Der müsste dann auch gleich soweit sein. Rhodium kann weg. Was haben wir hier? Bäh. Hynodontia, ich kann es nicht aussprechen. Irgendein Saurier, was können wir nur verkaufen? Okay. Und dann war ich noch in Asien unterwegs und dann können wir den hier noch bauen. Auch was unaussprechliches. Ich nenne ihn Gosaurus. So, den extrahieren wir auch und extrahieren. Und ich glaube, das reicht nicht hin, weil ich habe den extra mal geholt, weil wir müssen ja hier mindestens 50% vervollständigen sie ein neues Genom zu 50%. Und die anderen Tiere sind natürlich schon ein bisschen weiter. So, und zwar ist dieser Gosaurus nämlich in Asien. In Asien. Zack, da machen wir es gleich nochmal. Ich überlege schon die ganze Zeit, was wir noch bauen könnten. Aber es ist alles irgendwie gesperrt. Forschung, Forschung, Forschung. Ja, aber ich kann nicht alles erforschen. Ich erforsche jetzt hier schon aus Langeweile. Na gut, sogar hier Inventarplätze erforsche ich jetzt. Aber ich habe das Gefühl, dass wir nicht alles bauen können, weil wir einfach das nächste Level machen sollen. Aber trotzdem gibt es hier noch die Möglichkeit, den Park zumindest auf 5 Sterne hochzukriegen. Zumindest können wir hier mit den Missionen was freischalten. Ich glaube, das ist gar nicht so unwichtig. Wo Missionen abgeschlossen haben wir ja schon. Ich weiß nicht, ob wir das hier noch weiter ausbauen können auf der anderen Map. Ich weiß es nicht. Mein persönliches Ziel ist erstmal Draco. Den Draco-Rex. Ach nee, warte. Wir müssen da nochmal hin. Wir sind noch gar nicht da. Die haben noch gar nicht, sind noch gar nicht fertig mit Ausbuddeln. Mensch, was machen die Leute da mit ihrer Zeit? So. 2 Hotels. Hotel 1 ist eigentlich langweilig. Wir nennen es Home One. Mir fällt nichts Besseres ein. Ich sag's euch, ich bin total unkreativ. Und wie könnte das wohl heißen? Home 2, nein. Tu. Bei 3 höre ich aber auf, du. So, ja, wir haben noch ein Gehege. Strom haben wir. Beobachtungsposten können wir nicht bauen. Bunker. Aber ich finde es interessant, dass die Leute hier hinlaufen. Gucken, oh, hier ist eine Beobachtungsgalerie. Wir gehen mal rein. Und oh, da ist ja nichts. Aber sie gehen rein. Da können wir doch noch irgendwas bauen, was ich übersehen habe. Forschung ist abgeschlossen. Haben wir. Ich meine, man könnte jetzt anfangen, die Gebäude 3-4 Mal zu bauen. Ist doch auch irgendwie öde, oder? Haben wir hier alles. Große Futterstation haben wir noch nicht gebaut, aber ist jetzt nicht so das, was ich unbedingt bauen muss. Und diese Futterstation habe ich auch nicht. Es heißt, es gäbe einen neuen Auftrag. Ja, machen wir doch liebend gerne. Wenn ich den mindestens auf 50% gekriegt habe, was auch eine Mission ist. So, ich habe einen Helikopter gehört. Wunderbar. Rhenium wieder. Oh. Das ist gutes Bernstein. Gleich extrahieren. Und einmal schlechtes Gehstein, aber machen wir auch. Extrahieren. So, jetzt aber hier Draco. Ja, 70, komm. 150.000. Also vom Preis her würde ich sagen, der ist so groß hier wie die Ente. Wie so ein Edmontosaurus.
So, da wir das Geld haben, gib mal gleich 2. Tja, ich glaube vom Preis her wollen wir schon gespoilert, dass die doch nicht so groß sind, wie gedacht. Schließen wir mal die Tür. Hab ich gerade gesehen, man kann die Tore auch benennen. Ja. Darko Rex. Schön ausbrüten. Belastbarkeit. Lebensdauer 57, Verteidigung 0. Aha. Haut Standard. Man kann die Haut noch verbessern. So. Freilassen. Das ist ja wirklich putzig. Ich würde sagen, der ist so groß wie ein Velociraptor, oder? Oh, niedrige Gesundheit. Och, bist du süß, Draco. Heil dem Drachenkönig. Der Draco Rex. Klingt beängstigend. Ist aber nur ein Pflanzenfresser. Was? Sollten die mal wieder die Welt beherrschen, verraten Sie denen bitte nicht, dass ich das gesagt habe. Das ist ein Pflanzenfresser? Scheiße! Ich dachte, das sieht so aus wie... Ich dachte echt, das sieht aus wie so ein... Erstmal Rex im Namen, zweitens... Allein dafür denke ich, dachte ich schon Fleischfresser. Scheiße! Aber erstmal ganz kurz, Ranger-Team ist viel wichtiger. Ranger... Marco! Ist krank. Aber... Holla die Waldfee, hinter. Der ist doch erst gebaut worden, oder erst gezeugt worden, oder aus dem Labor gezüchtet. Ups. Kann er jetzt nicht krank sein? Aus dem Weg da. Habe ich hier vergessen, was zu bauen? Nee, auf der anderen Seite ist der Eingang. Ich dachte schon. Ich habe es vergessen. So, Klaus ist wieder mal am Futtern. Da ist der andere. Ne, eigentlich wollen wir dich heilen. Verdammt. Okay. Der andere Kranke. Mako. Oder Marco. Ne, es ist wieder. Ups, Fotos wollen wir nicht machen. Klausi. Oh, Klaus. Das geht aber aus dem. Ich heile sonst den Falschen. Ja, schießen muss gelernt sein. Yes. Maximal Gesundheit erhöht. Übernehme wieder Steuerung. Wo ist er denn nochmal hin? 75, okay. Weil er muss da ein bisschen futtern und dann geht es ihm bestimmt wieder gut, oder? Am Verhungern? Da ist doch mal was, Junge. Hier gleich auffüllen, wenn ihr hier schon mal seid. Kümmere mich um Futterstationen. Ja, hopp, hopp. Die haben Hunger. Der Klaus ist bestimmt alles weg. So. Ja, wir haben noch unsere Pflanzenfresser.
heilen lassen. Nein, ich wollte nicht keinen bauen. Also nicht alles, was Rex heißt, muss Rex sein. So, dann holen wir uns mal einen Helikopter. So, da hier schon eigentlich schon voll ist. Dinosaurier gedeihen nur bei optimalen Umweltbedingungen. Ja. Und? War nicht getroffen. Treffer bestätigt. Klaff ein. Das ist der nächste. Scheiße. Ich glaube, ich baue mal die Treffsicherheit von den Scharfschützen aus. Aber ich glaube, das hilft nicht gegen meine schlechten Schießkünste. Ey! Komm mal ran da, ich kann einfach nicht treffen. So. Macht er den Zaun kaputt? Gut, haben wir. Transportteam. Bitte ins neue Gehege. Bestätige Anfrage zur Produktabholung. Und auch ins neue Gehege. Produkt wird eingesammelt. So, jetzt kommt der Gag an der Sache. Ich habe hier extra schön Fleisch hingebaut, ne? Ja, Futterstation abreißen. Wir brauchen ja was für Pflanzenfresser. Weil die Pflanzenfresser stehen bestimmt nicht auf Ziegen. Ich kann es mir nicht vorstellen. So. Transport hat begonnen. Geborgenheit. Geborgenheit berücksichtigt folgende Faktoren: offene Graslandschaften, Schutz durch Bewaldung, soziale Gruppen und Anzahl der Tiere im Gehege. Jede Spezies hat unterschiedliche Toleranzen, ist klar. Und wenn die Gesamtgeborgenheit unter den Schwellenwert liegt, versuchen Dinosaurier auszubrechen. Das ist natürlich uncool. Aber ich glaube hier... Ist doch mal was. Der verhungert hier. Warum verhungerst du, Junge? Oder kommen da nur ab und an mal Ziegen raus? Wir haben ja Geld, komm. Verbaut. Okay. Ist das da noch in Blickrichtung? Ja. Das heißt, bauen wir den noch mal ein bisschen was zu futtern, aber ein bisschen mit mehr Privatsphäre. Los. Das haben wir noch gar nicht gebaut. Schön gehackstückeltes. Frisst du das auch, Junge? Ja, er schnuppert's. Klaus, geh weg, du Vielfraß. Ja. Und er hat das Essen gefunden. Hurra! Er hungert nicht mehr. Hurra! Ich hätte gedacht, dass ein so eine Futterstation hier, so eine Portion Ziegen hier für... zwei Keratosaurus reichen, aber na gut. So kann man sich täuschen, ne? Die kommen hier mit zwei Futter, Pflanzen, hier Futterstationen, klar, die ganzen Pflanzenfresser.
Das sind ja hier drei Edmontosaurus, zwei Triceratops und zwei, drei, vier von diesen Strohteam irgendwas. Und die kommen damit klar. Okay, der macht nichts. Sabirina macht nichts kaputt. Aber hier ist der Zaun kaputt, ne? Genau. Und das machen, glaube ich, auch die Ranger. Aufgabe hinzufügen. Bitte mal reparieren. Reparaturanfrage bestätigt. So, wie sieht's jetzt aus? Haben wir hier noch was? Haben wir aus dem Menü wieder raus. Und hier haben wir nichts mehr. Können wir jetzt diesen neuen ausbrüten? Nein, der ist unter 50%. Das heißt, wir müssen unser Forschungsteam, Expeditionsteam, Entschuldigung, noch einmal nach Asien schicken. Und raus. In der Zeit können wir wieder was erforschen. So, genetisch. Was können wir denn da machen? Savanne. So, machen wir, komm. Ach, da steht sogar. Da steht sogar für Idioten wie mich, welcher Dinosaurier was denn braucht. Denn zum Beispiel der Dracorex mag Alpin. Okay. Savanne. Oh, Mission. Eine neue Gelegenheit hat sich aufgetan. Ich kann kein kleines oder mittleres Pflanzenfresser mehr finden, außer diesen einen Unbekannten vielleicht noch. Naja, nehmen wir erstmal an. Was haben wir hier? Wüste. Dracorex mag auch Wüste. Aha. Das ist vielleicht später interessant, wenn man mehrere Tiere in ein Gehege packen möchte. Da hat man hier verschiedenste Themen. Ach, Wüste haben wir schon. Ach, Alpin haben wir noch nicht. Dann machen wir Alpin. Und aneinander rein ging ja nicht, ne? Schade. So. Was können wir jetzt bauen? Ach ja, wie Dracorex können wir uns angucken. Och, ist der niedlich. Ach, ich habe die gar nicht benannt. Ich hatte mal vor langer, langer Zeit Harry Potter geguckt. Da gab es doch so einen Draco oder so. Das kann ich nicht schreiben. Ich schreibe einfach Draco. Oh, Frau kommt. Die Mathilde. Draco. Merl. Merlvoll. Okay. Gut. Und wo ist der nächste? Wie können wir den nennen? Ich nenne den Potter. Wenn Sie jemals ein Umfeld schaffen wollen, in dem die Tiere Ihnen vertrauen können, dann müssen Sie akzeptieren, was passiert, wenn Sie sie freilassen und sie ihren Trieben nachgehen. Auch Bestand. Wenn sie dann zu töten beginnen. Ach du Scheiße, die denn sind das ist ihre Natur. Ja, Owen, sei mal leise. Die finden's. Jetzt werde ich hier rausgepackt. Rausgezoomt. Ganz klipp und klar. Bestand ist noch zu niedrig. Das, wir haben es gerade so geschafft, man sieht's nicht. Die Wissenschaftsabteilung bedankt sich. Ich ebenfalls. Bitte. Ich mache nochmal ein Draco. Egal, was alle anderen behaupten, Wissenschaft ist für unseren Erfolg entscheidend. Zugegeben, sie kann auch Nachteile haben, aber sie lassen uns auf Isla Matanceros damit gut aussehen. Und das ist eine Belohnung wert. Hurra, wir haben eine Belohnung. Nee, ich dachte, wir haben was freigeschaltet. Nächste Freischaltung. Ausbrüten 1.0. Ach, es hat sich... Ich wette mit euch, das können wir auch auf den anderen Maps freischalten. Ich glaube, da sind wir gar nicht auf einer Map gebunden. So, ausbrüten.
Gene? Nee. Forschung wollten wir hin. Ah, doch, das haben wir gekriegt. Jetzt geht das zwar schneller, aber davon geht auch irgendwie. Erfolgstempo. Okay. Ach, hier sehen wir auch die Fortschritte. Forschungszentrum 2 benötigt. Brauchen noch ein Forschungszentrum? Okay. Dinosaurier kann freigelassen werden. Einer ist gestorben. Und der Gosaurus ist lebensfähig. Gute Entscheidung, diesen Auftrag anzunehmen. Das haben Sie bewiesen. Ja. Danke. Bitte. Freilassen. Haben wir schon gesehen. So, wie nenne ich dich jetzt? Da waren sie wieder, meine Probleme. Ich will dich doch einfach nur umbenennen. Hallo, Kamera. Ah, ich muss runterzoomen, dann darf ich erst umbenennen. So, wir hatten so einen Malfoy, wir hatten so einen Potter. Was gab's denn dann noch? Okay, dann nenne ich den Ron. Das war der Rothaarige, ne? So. Oh, hier sieht man noch gerade. Ist kein Graswald, ist ein bisschen hier traurig. Der arme Ron. Der will zu seinem Potter. So. Dann einmal Aufgabe. Betäuben. Anfrage bestätigt. Achso, und dann haben wir ja gerade noch einen Toten. Der ist denn gestorben? Markus ist gestorben. Der Ärmste. An Altersschwäche. Okay. Dann holen wir mal Markus ab und machen aus den Gehacktes für die Peratosaurus. Also für hier Marco und Klaus. So, haben wir betäubt den Draco, den Kleinen da? Och, die brauchen ja Ewigkeiten zum Schießen. Ich übernehme das gleich selber. Ich dachte, die machen es schneller, aber irgendwie brauchen die genauso lange wie ich. Drauf schießen. Da, Ziel. Ah, ist jetzt K.O.? Nee, wir treffen nicht. Doch jetzt aber. So. Hole Produkt ab. Ah, hier hatten wir nichts mehr. Ja, und dann einmal Gosaurus. Zack. Und dann Forschungszentrum. Ah, dass man sowas doppelt bauen muss, ist irgendwie öde. Forschungszentrum können wir nicht bauen. Pro Insel kann nur ein Forschungszentrum gebaut werden. Na, dann müssen wir erst recht auf die nächste Map. Okay, das hat sich geklärt. Dann kann ich, brauche ich hier gar nicht weiter forschen und dann kann ich hier wahrscheinlich auch gar nicht die die Mission vollkriegen von den Damen und Herren hier. Denke ich jetzt einfach mal. Gut, dann würde ich sagen, nächstes Mal auf der anderen Insel. Gucken, was uns da erwartet. Ich glaube auch das Gehege für diese kleinen Draco. Ach, da sind noch Ziegen. Weil ich ja das falsche... Wir hatten ja vorher erst was für Fleischfresser hingebaut. Und jetzt sind da Ziegen im Gehege. Und hier, guck mal, wer ist Klaus. Ich hab's geahnt. Klaus, erwischt. Der guckt ins andere Gehege und guckt sich die Ziegen an. Und wer guckt? Klaus, der Fressack. Mensch, wer hat's denn gedacht? Der andere ist hier ruhig. Der hat so sein Fressen da und Klaus... Übelst im Futterneid.
Klaus hat sich auch in der letzten oder vorletzten Folge die. Nee, ich glaube, im letzten Mal ist, glaube ich, oder was. Der hat sich ja mal die. Oder als ich ihn gebaut oder erschaffen habe, hat sich ja so die Menschen angeguckt. So, Dinosaurier kann freigelassen werden. Transport abgeschlossen. Und den packen wir dann halt zu den Potter-Typen da. Freilassen. Oh, der ist ein bisschen größer. Und stacheliger. Ich krieg schon wieder einen Namensvorschlag aus dem Hintergrund gerufen. Oh, der kann hüpfen. Und hat spitze Stacheln. Alter, der hat ja Schulterhörner. So, ich soll den Spike nennen. Wenn ihr Namensvorschläge habt, bitte ab in die Kommentare. Wobei es Namen gibt, die ich kein Dinosaurier geben würde. Also ich würde zum Beispiel dem Dinosaurier nie antun, Adolf zu heißen. Also das ist ein Name, der kommt nicht vor. Das würde ich, so würde ich nie einen Dinosaurier nennen. Also sowas natürlich nicht. Aber für irgendwelche Namen, ist mir egal, ob aus Film, Comics, ist egal. Whatever. Oder eure eigenen. Das ist mir ziemlich egal. So, Aufgabe hinzufügen. Dem betäuben wir nochmal. Aufgabe erhalten. Ach, komm. Abbrechen. Ich mach das lieber selber. Ihr braucht mir einfach zu lange. Ah, muss ich einmal umdrehen. Okay, ich bin auch nicht besser. So, bisschen sinken. Bin ich hier gut im Schießen. Betäubungsgewehr. Feuer. Könnte es bei PUBG nicht so große Ziele geben? Da würde ich da auch besser treffen. So, wir haben ihn betäubt. Transporter. Einmal Spike bitte ins neue Gehege. Sammle Produkt ein. So. Und wie geht's jetzt den Rakorex Bestand und Sozial ein bisschen mehr? Nahrung zufrieden? Okay. Also ich bräuchte eigentlich, damit sie dann noch ein bisschen besser gelaunt sind, nochmal ein bis zwei Dracorex-Saurier. Die ein Häkchen möchte gern Fleischfresser. Die Leute fühlen sich gerne sicher. Das ist unser Job. Dieser Auftrag unterstützt uns dabei. Sturmabwehrstation. Juhu, hatten wir ja schon mal gebaut. Kannst du nochmal fünfmal bauen. Die haben ja auch nur eine bestimmte Reichweite. Und es ist gar nicht verkehrt eigentlich, die auch dahin zu bauen, wo mal Hotels sind. Sieht zwar jetzt ein bisschen unschön aus. Die Reichweite. Produkttransport im Gange. Wenn ich ihn hier bauen würde, nee, ist ein bisschen kurz. Dann bauen wir ihn doch vielleicht hier so zwischen den Hotels. Das stört so ein bisschen die Optik. Ja gut, der Schutzraum eigentlich auch schon. Aber hey. Zack. Sicherheit geht vor. Ein bisschen krumm da, die Sache. So. So. Vielleicht hätte ich einfach mehr noch ein bisschen Platz machen sollen. Und dann, ich glaube, das nächste Mal mache ich auch die Hotels noch ein bisschen weiter nach links. Es sind wohl Glückwünsche angebracht. Ja. Sie haben den Wetterauftrag perfekt abgeschlossen. Und dann diesen Schutzraumbunker oder so in der Mitte. Oh, schon wieder ein toter Saurier. Wer ist denn diesmal gestorben? Marvin. Oh. Ich glaube, Marvin war ein bisschen depri und hat sich ertränkt. Das sieht doch so aus. Armer Marvin. Gut, einmal was für die Fleischfresser. Zur Abholung des Produkts unterwegs. Das heißt, hier bräuchte man rein theoretisch davon einen neuen. Und davon einen neuen. Über den modifizieren. Ah, wir können die modifizieren, das haben wir noch gar nicht gemacht.
Angewendet. Achso. Savannengen. Minus 5 Lebensfähigkeit. Achso. Achso. Okay. Ah, das war für die. Okay. Man kann sie an. Also, man kann sie anpassen ans Gelände. Dann haben wir hier Stärke des Herzens. Minus 3 Lebensfähigkeit. Das ist natürlich doof. Minus 7. Ich will natürlich, dass die Lebensfähigkeit steigt, sonst brauche ich ja gar nicht upgraden. Zur Verdauung. Hm. Also ich raff das noch nicht. Wenn ich die keine Gene hinzufüge, dann ist die Lebensfähigkeit besser. Verstehe ich den Sinn und ich will auch eigentlich, dass sie so lange leben wie möglich. Weil wenn sie natürlich früh sterben, sind sie natürlich ein Kostenfaktor. Außer man baut eine Arena und will sie aggressiv haben. Weil wenn sie eine Arena schicke, dann brauchen die eh nicht lange leben. Dann können sie ja sterben. Das würde ich so noch sicher sehen, aber ich finde es auch schade, dass das Spiel keine... Oh, Edmund ist hier endlich. Futterstation muss nachgefüllt werden. Ja. Ich habe die Szene weggedrückt. Ich will dich nur kurz benennen. Wir haben Dinos, die hungern. So. So, Marvin 2.0. Und einmal Tor öffnen. Oh, schon wieder ein Saurier gestorben. Wollte er mich veräppeln? Ranger. Also wenn das einmal anfängt mit dem Sterben, ich glaube, dann gibt es immer so eine Art Kettenreaktion. Verrecken sie irgendwie alle. So. Wer ist denn nun gestorben? Sabrina ist tot. Ach, Mann. Unterwegs, um Produkt abzuholen. So. Achso, wir sollen noch einen Gosaurus mit Immunreaktion freilassen. Dann bauen wir nochmal einen zweiten. Irgendwas Immunmäßiges. Savanne, Wüste. Fähigkeit. Weiß nicht, was die Dame meint. Ob wir das noch erforschen müssen? Oder meint ihr generell irgendwie so eine Genmodifikation? Weil sonst haben wir ja nichts, oder? Genetisch. Ups. Haben wir noch irgendwas? Fossilien haben wir nicht. Ein Gebäude. Also ich wüsste jetzt nicht, was sie meint. Immunreaktion. Modifikation. Können wir uns das irgendwie nochmal durchlesen? Genaue Aufträge. Ein Saurier mit ein wenig Genmodifikation mehr Chancen im Leben bieten können. Sollten wir das nicht tun. Ja, also irgendwie einfach ausbrüten. Oh. Die Sachen überschlagen sich hier gerade. Ranger-Team. Aufgabe hinzufügen. Marvin 2.0 schon krank. Füge Aufgabe hinzu.
Mann, Mann, Mann. Erst gar nicht mal ausgebrütet und schon wieder. So, Genmodifikation. Was machen wir da mal Schönes? Zähigkeit. Hier, komm. Kriegst du das. Anwenden. Was modifiziert? Zurück. Modifiziert ist markiert. Kostet auch noch ein bisschen mehr, glaube ich. Ausbildung. Ich habe es jetzt nicht. Können wir nochmal gucken, was waren 228.000? Und da kostet genauso. Da haben wir den jetzt dauerhaft modifiziert. Den haben wir dauerhaft modifiziert. Können wir das wieder entfernen? Gen modifizieren? Dann hatten wir das da und das wollen wir zurücknehmen. Gen anwenden. Das heißt, wir haben ihn jetzt nicht mehr modifiziert. Und kostet 210. Okay, ist teurer geworden, um 18.000. So, wer ist jetzt krank? Wie lange braucht ihr nur Marvin 2.0 zu heilen? Ah, hier sieht man die Grenzen auch besser, sehe ich gerade. Man hätte hier einmal schon außen rum bauen können. Hm. Ups. Das wollen wir nicht. Wir wollen nicht das Spiel beenden. Also die Verteidigung steigt. Bewertung steigt. Oh, schon wieder ein Toter. Lars ist gestorben. Den habe ich doch erst diese Folge, letzte Folge gebaut. Die halten nichts aus, die Tiere. Das Genom ist bei wie viel? Bei 84%. Und die fallen um wie die Fliegen. Ja gut, das sind auch die billigsten Saurier, die ich ausbrüten kann, aber trotzdem. Sammle Produkt ein. Kommen ja gar nicht hinterher, die wir zu reproduzieren, sage ich mal. So, den haben wir ausgebrütet. Da kommt er wieder. Haben wir schon gesehen. Haben wir die Mission geschafft. Der muss abtransportiert der Tür zu. Hm. War doch nicht das, was wir sollten, ne? Aber modifiziert ist er. Ja, vielleicht braucht man eine spezielle Modifikation. Aber ich glaube, das kann mir erstmal egal sein. Ich glaube, ich mache auch erstmal von. Mein Rat? Nehmen Sie den Auftrag an. Halten Sie die Dinosaurierbewertung 3 Minuten lang. 3 Sterne, okay. Ist doch nicht so besonders. Wir haben doch schon 3 Sterne. Hm, also ich weiß auch nicht. Frontier hat es schon bei Deep Dangerous nicht so gehabt mit Missionsdesign. Ich glaube auch hier ist das noch ein bisschen ausbaufähig. Und was ich sagen wollte, ich mache hier mit der Insel, glaube ich, einen Break. Wir können ja eh nicht mehr bauen. Ich glaube, auf der nächsten Insel wird es dann wieder ein bisschen interessanter. Und hier werde ich erstmal sagen, verabschieden wir uns erstmal. Und lassen hier die kleinen. Ah, Potter spielt mit den Ziegen. Ja. Wer hätte es nicht anders gedacht, ne? Ja. Also ich würde sagen, wir lassen die Insel erstmal in Ruhe, gehen auf die nächste Insel, gucken und was da für Probleme auftreten. Ob wir hier die Mission übernehmen, würde mich interessieren. Ob wir das Geld übernehmen. Wir haben ja schon fast 10 Millionen. Kann mich ja fast totschmeißen, ne? Aber ich kann leider nicht mehr erforschen und mehr bauen. Da müssen wir doch auf die andere Insel, um ein zweites Forschungszentrum kriegen wir dann wahrscheinlich noch andere Möglichkeiten zu bauen, wenn ich das richtig verstanden habe.
Ansonsten würde ich erstmal hier, wie gesagt, einen Break machen. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, haut rein. Ciao.